Also wir sind hier in TTC Neustadt, im Ortsteil Neustadt am Friedrich-Ebert-Platz. Hier hat sich ein Wohnungsbrand ereignet in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus. Als wir eingetroffen sind, hat schon der Rauch aus der Vorderseite der Wohnung herausgeschlagen und Feuerschein sichtbar. Auf der Gebäuderückseite waren zwei Personen auf dem Balkon, Betroffene unter Schock. Die Personen wurden daraufhin sofort von der Feuerwehr gerettet und anschließend dem Rettungsdienst und Notarzt übergeben. Und gleichzeitig wurde die Brandbekämpfung von der Vorderseite aufgenommen. Also das erste Löschfahrzeug hat die Brandbekämpfung unter Atemschutz mit Druckluftschaum vorgetragen. Daraufhin wurde das Gebäude von den nachfolgenden Kräften abgesucht und die weiteren Wohnungen, die darüber liegen, kontrolliert. Das Problem war die starke Rauchentwicklung, die sich hier ergeben hat, und die geöffneten Fenster der darüber liegenden Wohnungen, sodass auch in den darüber liegenden Wohnungen Rauchgas eingedrungen ist. Dort sind wir im Moment dabei, die Räume zu belüften und Messungen durchzuführen, um festzustellen, ob die Wohnungen später wieder bezogen werden können. Also das Gebäude wird gesichert, die Brandwohnung, klar, die Türen müssen verschlossen werden und momentan müssen Gasmessungen durchgeführt werden, dass wir einfach auch sicher sind, dass die Bewohner, sofern wir es freigeben können, dann auch unversehrt wieder ihre Wohnungen darüber beziehen können. Also momentan ist auch die Stadtverwaltung hier vor Ort, die wird sich dann noch um Wohnraum für die Bewohner der Betroffenen Wohnung bemühen und dafür Sorge tragen, dass sie heute Nacht eine entsprechende Unterkunft haben. Und eben darüber hinaus müssen wir halt abklären, ob die Wohnungen darüber heute Nacht wieder bewohnbar sind oder nicht.